gut, dass ihr wieder am Start seid und eine neue Folge von mir schaut. Odyssey im Auftrag des Königs. Ich habe erstmal das Logbuch aufgemacht. Die Kraft der Fokussteine. Den Fokusstein haben wir einen Ork abgenommen, da im Canyon. Teleport im Canyon. Und zu dem Fokusstein steht hier noch ein wichtiger Satz. Wenn ich den Fokus habe, sollte ich nicht im Canyon Teleport noch nicht einsetzen, sondern erstmal Greg zeigen, um sicher zu gehen, dass dies auch der richtige ist. Ja, Skip gilt als verloren im Landesinneren. Und das wäre erstmal jetzt das Wichtige. Also die Piratenbeute, ich habe ja jetzt eine Schatzkarte, nicht wahr? Und dann schauen wir mal, wo wir als erstes hineingehen. Entweder rechts oder links. Ich schätze mal, wir machen mal hier die linke Geschichte erstmal als erstes auf. Und ich habe das dumme Gefühl, dass wir eventuell, nee, ich werde meine Nahkampfwaffe ziehen, dass da irgendwer ist. Ja, ich hab's doch gehört. Irgendeiner hat schon mal seine Waffe gezogen. So, und ich möchte ganz gerne jetzt mal die Tür mit Waffe aufmachen. Geht das? Aha, geht nicht. So, wo ist er? Wo ist... Ach, da ist ein Schütze, ein Skelettschütze. Oh, und da kommt ein anderes Skelett an. Oh! Mist. Da sind ja mehrere Skelettschützen hier. Mann! Das bringt jetzt gar nichts, weil ich tot bin. Ah, das war ja ein toller Einstieg. So ein Mist. Also, folgendes. Da kommt einer hinter mir her. Und dann machen wir das mal wieder hier im Schritt-für-Schritt-Modus. Okay, der ist schon mal futsch. Geht's weiter hier? Da bestimmt hier. Wo sind sie denn hier? Nicht direkt um die Ecke, aber da hinten ist er. Da hinten ist er. Mal gucken. Und da kommt einer, aber der Schütze ist noch nicht bereit, mich per Pfeil und Bogen zu... Ah, hallo. Okay, oder ist er schon am Schießen? Nee, er schießt noch nicht. Okidoki. Noch ein bisschen Rost aufsammeln. Einmal diese Bones. Aha, das sieht gut aus. Erstmal speichern. Und weiter geht's. Wie viele sind denn noch da? Schauen wir mal ganz vorsichtig. Eine Feuernessel. Okay, hat geklappt. Eine Feuernessel hier in den Katakomben. Ich hätte jetzt springen drücken sollen, ich weiß. Habe ich es wieder zu umständlich gemacht. Oh. Wo, wo? Da, da. Nur einer. Okay. Und wieder eine Stufe gestiegen. Schön. Kann ich ja wieder ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr Geschick einfordern bei einem Lehrer. Speichern. Und erstmal gucken. Hier sieht es nämlich lustigst aus. Ich glaub's nicht. Jetzt haben wir diese Teile hier. Diese Stein-Inka-Statuen. Also so nenne ich die immer. Oh, oh, oh. Und hier, was gibt's hier? Hier geht's nirgendwo hin. Hier ist nur ein Erker. Ah, hier ist noch ein Erker. Oh mein Gott, es geht ja überall hier weiter. Mann, oh Mann, oh Mann. So, gucken wir erstmal, was wir hier haben. Wir haben hier einen Sarg, den ich nicht öffnen kann. Der wird wahrscheinlich nur aus Dekorationszwecken hier sein. Aber gucken wir mal, was wir hier haben. Kugelblitz. Bisschen Heilsaft. Jo, ein bisschen ein Verwandlungsspruch. Ja, Moment. Pult. Hier steht Pult. Kann ich nicht lesen. Das kann ich nicht lesen. Ja. Okay. Das sind also Pulte. Feuerkraut. Hier wächst auch was. Dann ist das hier auch ein Pult und... Das kann ich bestimmt nicht lesen. Das kann ich nicht lesen. Genau, richtig. Erst wenn ich die Fähigkeit habe, hier andere Völker zu lesen. Glaube ich, heißt das so. Ja, da steht es. Schrift der Erbauer. Das denke ich mal, dass es das ist. Und ich sehe gerade hier, irrlich kontrollieren, Meister. Apropos Meister, gucken wir mal, ob wir die Truhe hier öffnen können. Die hier noch... Oh, Steintafel des Bogenschützen. Hm, nett. So... Dank der Symmetrie oder der Asymmetrie steht hier keine Truhe. Okay, also dann gehen wir hier wieder rum. Und da geht's ja...
Genau, das ist ein Skelettschütze. Da geht es nämlich hier nochmal runter. Und vielleicht sollte ich nochmal speichern, bevor ich was aufmache. Ja. What is the matter behind? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Da brauche ich also Schlüssel. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Wieso habe ich denn das jetzt zweimal gemacht? Toll. Skelettschutz. Skelettschutz. Warum komme ich jetzt auf Skelettschutz? Weiß ich nicht. Und dann geht's auf die andere Seite hin. Und der Logik wegen dürfte ich mal denken, dass hier auch ein paar lustige... Ja, da ist wieder einer. Okay. Ach, das ist sogar ein Schütze. Okay. Na. Ah. Aha. Gut. Dann holen wir uns den nächsten heran. Aber wo ist denn der? Da hinten, da hinten, da hinten. Ja, ja. Ah, und da ist auch noch einer. Und hier gibt es noch einen. Na? Ah, wieder. Auf ein neues. Moment mal. Waffe ziehen. Bin ich wieder lahm. Oh, der versucht schon einer was zu erschießen. Und zwar die Tür. Die Eingangstür. Okay, hier ist er. Okay. Das heißt, ich muss aufpassen. Ja. Dass ich mich hier gleich wieder... Ach, ich wollte mich doch um 180 Grad drehen. Okay. Jetzt hat's gepasst. Irgendwer noch da? Nein. Ja. Next, please. Na, wo versteckt er sich? Da ist er. Da sind mehrere. Ach, du liebes bisschen. Wo ist der zweite, der da noch sichtbar war? Da ist er. Okay. Auch ich bin jetzt wieder ein bisschen hier geschwächt. Das heißt, essen. Schauen wir mal weiter. Ach, ich sehe wieder ein paar Pulte. Und da unten ist ein... Oh, da ist wieder ein Schütze. Da. Die kann man auch so schlecht sehen. Wo ist er denn? Ah, der versucht hier... Jetzt kommt... Ja, jetzt kommt er. Okay, auch das hat geklappt. Gehen wir erstmal wieder zu den Pulten hin und diesen Steinheinis. Erstmal gucken, was wir hier so haben. Krank der Geschwindigkeit. Haha, Essenz des Geistes. Okay. Kann das sein, dass es sein kann, dass es sein kann? Ja, es ist es. Mana plus 3. Gleich genommen. Pultinger. Das kann ich nicht lesen. Logisch, können wir alles noch nicht lesen. Das wird dann... Was ist eine Heilpflanze? Ist es noch ein Heilkraut? Und wieder eine Truhe, die unverschlossen ist. Mit Armbrustschütze 3, Steintafel und 120 Gold. Schön. Mir fällt noch brennend heiß ein. Ich muss noch was lesen. Das habe ich ja versprochen in der letzten Folge. Und zwar geht das um Gregs Logbuch. Gregs Logbuch... Habe ich mir extra aufgeschrieben, damit wir das hier lesen können. Die göttliche Kraft der Gestirn. Das waren... Ja, da ist es. Guck mal kurz rein. Ich kann diesen Strand nicht mehr sehen. Überall Sand. Ich kann schon gar nicht mehr richtig schlafen, weil es überall juckt. Wird Zeit, dass Raiden das Gold für die Gefangenen rüberschiebt und wir wieder in den See stechen können. Werde wohl mal ein ernstes Wort mit diesem aufgeblasenen Fatzke sprechen müssen. Was erlaubt sich dieses Arsch? Hat mich von seinen stinkenden Schergen am Tor abwimmeln lassen. Der wird mich noch kennenlernen. Seinen Speichellecker Bloodwin werde ich eigenhändig zu Fischfutter verarbeiten. Wenn der nicht bald zahlt, werde ich andere Seiten aufziehen. Wird das heißen. Die Banditen werden langsam aufsässig. Die letzte Lieferung haben sie immer noch nicht bezahlt. Wir haben einfach zu wenig Informationen. Ich muss rausfinden, was Raven hier will. Ich werde mit
dem Großteil der Mannschaft zum Festland fahren und das Erz in Sicherheit bringen. Francis bleibt mit ein paar Leuten hier und befestigt das Lager. Damit die Zeit nicht ungenutzt verstreicht, habe ich Bones die Rüstung gegeben. Er wird für mich ins Banditenlager schleichen und dort rausfinden, was Raven vorhat. Dann hätten wir das jetzt auch mal erledigt. Supi! Dann haben wir mal eben kurz gespeichert wieder mal. Das Areal ist jetzt hier gesäubert. Jetzt geht's hier wieder runter. Ah ja. Zum, zum. Ja. Noch was? Also hier ging zum Beispiel... Hier ist gar keine Tür zwischen, ne? Nee, ist es nicht gut. Was verbirgt sich hier hinter diesen zusammengefallenen Regalen? Ja, brauche ich gar nicht ans Pult. Ein Magierstab. Ein Magierstab. Ein Magierstab. Mhm. Okay. Da das ist Skelett hatten wir schon. Mensch. Und bist du denn Ring der Magie? Ein Magierstab. Wer braucht einen Magierstab? Alte Steintafel, goldene Schatulle und noch eine Schatulle. Ich meine, dass Spencer einen Magierstab braucht. Gucken wir mal eben ins Logi. Genau, hier, magischer Stab. Spencer benötigt für das Ritual einen magischen Stab. Dieser soll sich in einem Tempel im Canyon in der Nähe des Piratenlagers befinden. Das wird das hier wohl gewesen sein. Also den Magierstab. Also haben wir dieses Ding auch schon. Fehlt natürlich nur noch hier beim Feuergolem das Feuergolem-Herz für Spencer. Und dann wird es auch wieder lustig. Es sind so viele Quests. Es sind so viele Quests. Mann, oh Mann, oh Mann. Wir spielen hier kein Space Invaders. Wir spielen hier richtig eine gute, liebevoll gestaltete Mod, meiner Meinung nach. Sehr detailreich. Und Schlüssel. Irgendwo, für irgendwas brauchte ich einen Schlüssel. Ich muss mir das hier nochmal einprägen. Das war links runter. Und dann ging es dorthin. Also links runter und dann hier. Ja, genau. Da brauche ich einen Schlüssel für. Ohne ja. Den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, nur mal ganz kurz gezeigt, weil ich mir das echt einprägen muss, wo ich hier lang muss, um dann halt eben das verschlossene Türchen zu öffnen. So, dann gehen wir wieder raus. Und hier ist dunkel. Hier haben wir natürlich die ganzen schönen, lustigen... Ach, Vollmond. Das Orklager. Dann werden wir mal unsere Rune anlegen. Unsere Piratenschiff-Rune. Oder da zum Piratenplatz. Gucke ich mal eben, wo die ist. So, mal eben übersprungen, gesucht. Und wir haben hier die Rune gefunden. Ja. Zum Piratenlager. Und dunkel ist es immer noch. Kann ich irgendwo pennen? Damit ich hier was sehen kann. Ich kann pennen. Sehr gut. Raus aus meinem Bett. Ja. Ach, da bist du ja. Ach, da ist auch Francis. Den muss ich auch noch anquatschen. Brandon. Mein Gefährte. Garrett. Du, Francis. Verdammt. Hallo. Hey, du, was schleichst du da rum? Wieso, ich schleiche doch gar nicht. Ich will Pirat werden. Hast ja noch nicht mal eine Rüstung. Verschwinde! Aha. Interessant. Ich hörte, dass du für die Verteilung der Arbeit zuständig bist. Ja, das bin ich. Du kannst uns sogleich zur Hand gehen. Geh zu... Hey, du hast mich falsch verstanden. Ich suche keine Arbeit. Ach, und was willst du dann von mir? Ich wollte mit dir reden. Nathaniel beklagt sich darüber, dass sich einige Leute vor der Arbeit drücken. Ach, daher weht der Wind. Und was sagst du dazu? Nathaniel soll nicht so groß die Klappe aufreißen. Ich teile die Arbeit so ein, wie ich das will. Schließlich gab Greg mir den Auftrag dazu. Na schön, aber könnt ihr euch in dieser Frage nicht irgendwie einigen? Nein, können wir nicht. Diese Sache geht dich übrigens gar nichts an, verstanden? Und jetzt lass mich in Ruhe, ich habe zu tun. Okay, Nathaniel hat sich da sozusagen... Und sonst? Ich spiele. Hättest du Lust, mit mir zu würfeln? Der Einsatz beträgt 50 Goldstücke. Mit etwas Glück kannst du dann das Doppelte gewinnen. Nun, wie sieht's aus? Und wo willst du spielen? Das ist lustig. Ist auch ein bisschen schizophren jetzt geworden durch eine andere Stimme. Egal. Nathaniel, der war doch hier oben.
als Sägemeister, aber der ist noch nicht hier an seiner Baumsäge dran. Gut, weiter geht's zu... Wahrscheinlich Pensale noch. Ren, Matt. Oder soll ich jetzt mal gleich direkt zu Greg gehen? Das ist Jenkins. Wieso fällt mir der Leroy Jenkins ein? Leroy Jenkins. Nathaniel, bleib hier. Ich hab da mal eine Frage. Man müsste Francis das Handwerk legen. Ja, das müsste man. Aber ich habe keine Ahnung, wie. Kannst du mir sagen, wer Francis schmiert? Das sind einige. Aber hauptsächlich handelt es sich dabei um Smithy, Lucas und Elveridge. Die haben bisher kein einziges Stück Holz gesägt. Smithy. Ich hab da mal eine Frage. Gucken. Jetzt nicht. Okay, er hat zu tun. Smithy. Aber trotzdem sollten wir mal gucken und von Greg unseren Fokusstein begutachten lassen. Verdammt, moin, moin. Was willst du? Ja, ich habe hier einen Fokus. Wegen dem Fokus. Ja, okay. Mein Junge. Sag bloß, du hast das Ding. Ja, hier. Tatsächlich, das ist er. Gut, hier hast du ihn wieder zurück. Schließlich brauchst du ihn ja noch. Und was ist mit meiner Belohnung? Deine Belohnung? Ach ja, hier hast du sie. 200 Goldstücke, wie besprochen. Perfekt. Ja, dann werden wir mal wieder rausgehen. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Weil er mich gerade nämlich gewarnt hat. Ich wollte nämlich gerade abspeichern. Ja, und dann haben wir noch ein bisschen was sparen können. Also gucken wir nochmal ins Logbuch, nochmal neu. Würfeln mit Francis. Francis würfelt gerne. Einsatz beträgt 50 Goldstücke. Um wie viel Uhr ist es denn? Hinweis, der Würfel muss... Ja, genau. Also von 8 Uhr früh bis Mitternacht. Okay. Schlafen gehen. Besser eigene Würfel. Ja, habe ich ja selber. Ich habe ja Würfel, Becher und Würfel. Die Kraft der Fokussteine. Okay. Dann war doch noch... Streit im Piratenlager. So, ich konnte mit Francis mich nicht einigen, also bleibt mir nur noch eine Möglichkeit. Ich muss nachweisen, dass Francis sich von den Drückebergern bestechen lässt. Aha. Ich sollte von Nathaniel in Erfahrung bringen, wer Francis schmiert. Nathaniel nannte mir die Namen der Männer, die Francis bestechen. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Smithy oder Smite, Lucas und Elveridge. Ich sollte dann mal mit diesen reden. Vielleicht erhalte ich von ihnen wichtige Informationen, mit deren Hilfe ich Francis das Handwerk legen kann. Ja, dann gucken wir doch mal. Wo sind denn Smithy? Der war doch irgendwo hier, ne? Smithy, Smite. Was gibt's Neues und was macht die Arbeit? Und? Was macht die Arbeit? Welche Arbeit? Nun, ihr sägt doch hier eine Menge Holz. Ich nicht. Ach, und wie kommt das? Tja, das möchtest du wohl gerne wissen, was? Klar, ja. Denn ich habe auch keine Lust, mich hier den ganzen Tag abzurackern. Genau. Jetzt los. Dann rede mal mit Frankes. Wenn du ihm etwas von deinem Gold gibst, lässt sich bestimmt da etwas machen. Was? Wie bitte? Glaube ich jetzt nicht. Er verwies mich sogleich an Francis, doch das wird nicht genügen. Ich brauche einen Beweis, der Francis überführt. Mal sehen, was die anderen Piraten sagen, die Francis bestechen. So, das heißt also Lucas und Elridge nochmal. Finden tun, alles klar. Du bist Bill, genau richtig. Der drillt ja im... Nathaniel ist klar. Elridge, Lucas. Lucas habe ich ja gefunden. Henry, Brandon, Smithy... Matt, Ren, ist klar. Wo sind jetzt die anderen? Jenkins, ja logisch. Mann, oh Mann, oh Mann. Musst jetzt suchen, wo die anderen sind. Da ist einer. Das ist Owen. Wo sind die anderen? Beiden. Da gibt's noch was. Na, ist Bones. Tom. Die scheinen wohl hier gar nicht sein. Und morgen. Sowas Doofes jetzt aber auch. Ich glaube, das muss ich im Kommentar irgendwie vermerkt bekommen. Weiß ich jetzt nicht.
Aber hier gibt's noch einen Grog. Kann ich das klauen? Dann kann ich alles. Die sind so zugedröhnt, die pennen tief und fest. Ah, hier ist natürlich noch unser Schnaps-Samuel, richtig. Tja, da muss ich jetzt mal gucken hier und überlegen. Also es bedarf, glaube ich, keines Eintrags, um mir zu helfen, wo die beiden anderen sind. Ich schätze mal, die sind drüben. Und zwar drüben hier auf dem Schiff. So, und in meinem Schnitt habe ich gesehen, dass da hinten, zwar hier auf dem Felsen, wenn ich näher rangehe, dass da hier so ein paar Lurkertjes sind. Die wollen wir auch mal natürlich abkillen. Dann machen wir mal ein Locky-Locky. Das war ein blöder Sprung. Was liegt denn da unten? Liegt da unten was? Nee, das ist ein Fisch. Ja, da kommen sie schon an hier. Oder ich brauche sie nicht anlocken. Ich glaube, die kriege ich auf einmal. Wird ein bisschen angeknabbert werden, aber... Nein! Mann, oh Mann, oh Mann. Manchmal ist das so. Okay. Oh, hat mich ein bisschen Leben gekostet. So, wo ist der zweite? Der ist da. Vielleicht gibt es hier irgendwas auf der Insel oder auf diesem kleinen Felsen hier. Da hinten sind noch mehr Felsen. Oh yeah. Sonst nichts. Da hinten was? Ja, da komme ich nicht so stark hoch. Aber trotzdem bin ich mal neugierig, ob wir nicht eventuell... Lups. Nee, das Schiff, das schwimmt ja. Das wird bestimmt kein... Leck haben. Oder es gibt auf der anderen Seite eine Strickleiter. Gucken wir mal rein. Das werde ich mal überspringen. Sieht nicht danach aus. Okay, dann schwimme ich wieder zurück an Land. Und dann überlege ich mir, gehe ich jetzt zum Tempelstein? Nein, zum Sockel, wo ich den Fokusstein drauf tue. Oder erkunde ich nochmal hier ein bisschen den Bereich, um noch ein paar Schätze zu heben? Schauen wir mal. So, auf der Karte bin ich ja schon sehr nah an der ersten Ausgrabungsstelle. Das heißt, in dieser Richtung ist das. Los, machen wir ein bisschen hin hier. Warte. Los, komm. Oh, was denn jetzt? Goldbrocken. Hinweise. Hinweise auf... Oh nein. Feuerwarane und giftgrüner Waran. Schlussendlich werde ich mir erstmal dich vornehmen, du giftig grünes Varänchen. Oh, der ist ja kräftig, der ist ja grün, der ist ein Varan. Der liegt jetzt da nieder, der Varan. Essen und speichern. Ich glaube, ich kann ein bisschen Hilfe gebrauchen. Und da fällt mir gerade eben ein, ich könnte ja mal den Brandon holen, also den Brandon. Da komme ich hier so hoch? Nee, ich surfe hier auf dem Felsen rum. Shit, ich wollte nämlich abkürzen und nicht unbedingt da rumwarten. Okay, bleibt alle da. Gut. Bleiben auch alle da. Da komme ich auch nicht hoch. Holen wir uns ganz schnell den Brandon. Wo ist der Branden? Das ist dieser Weißkopf-Indianer da hinten. Was? Weißkopf-Indianer? Los, Brandon, komm mit. Hey, du. Hilf mir ein bisschen. Du hast ja schließlich eine neue. Nee? Was ist denn hier los? Was gibt's neu? Warte mal. Ja, er versucht mich wieder zu verkackeiern. Nichts. Ach Leute, ich dachte, ich könnte jetzt zu den Bränden hier, nee, geht nicht. Schade, das war nur eine einmalige Option. Sheet. Da muss ich leider die Feuerwarane selber erledigen. So. Das wird eine feurige Angelegenheit. Eine sehr feurige Angelegenheit. Okay. Hab ein bisschen gebrannt. Aber was soll's. Aber mit dem Futtern speichern. Das werde ich dann mit den anderen genauso machen. Aber ich möchte nicht, dass ihr mich laufend brennen seht. Deswegen werde ich das hier überspringen. Oh, das war erstmal der letzte kräftige grüne Varan unter drei Feuerwaran hier in diesem Bereich. Und da hinten sehen wir auch schon mal hier das Schatzkreuz. Aber während meines Kampfes sehe ich oder habe ich gesehen, dass irgendwo in so einer Spalte was war. Genau hier. Wo ist es?
Eine Belia-Statue. Das ist doch so eine böse, ne? Okay. Aber, was passiert dann? Jetzt hält sie mich fest, oder was? Kann nichts machen. Okay, alles klar. War wohl nur so eine Kurzanimation, die ein bisschen länger dauerte. Ja, dann, ja, richtig. Am Strand gab's doch noch Gut. Strandgut, und zwar goldene Schale. Und was haben wir hier? Reine Lebensenergie. Und, ja, hier war ich nämlich auch schon, und da habe ich einen Silberteller gesehen. Und einen Silberkelch. Schön. Und hier eine Sichel. Weiter geht's, gucken. Ja, dann würde ich mal sagen, dann gehen wir mal hier und graben hier mal aus. Schauen wir mal, was kommt. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Und zwar ein kleiner Lederbeutel. Noch ein kleiner Lederbeutel, schön. Kann man alles, und hier ist noch ein mittlerer beim Skelett. Junge, Junge, nur Skelette hier. Eine Hacke. Ach, ein Gärtner. Unkraut jeden im Sand. Auch gut. So, dann hätten wir also, muss ich mir mal fotografisch einprägen, dann hätten wir also sozusagen das Kreuz, welches dann da hinten in der Ecke links, das linke, okay. Das links unter der Fahne haben wir dann schon mal gefunden, gegraben. Wer ist, achso, ich dachte, das wäre jetzt hier ein Vermisster. Ein Vermisster Zombie. Los, reich mir deine Totenhand. Wieso? Was? Wo? Was? Wie? Versteht das einer? Ich habe das Gefühl gehabt, da war wohl ein unsichtbarer. Genau, richtig. Da sind jetzt plötzlich zwei von der Sorte. Okay. Du musst auch noch. Zombie mit schönem Oberkörper, Blut verschmiert, ist jetzt auch nicht mehr. Ja, da gibt es eh nichts zu holen. Hier vorne war noch was. Extrakt der Heilung. Langswert. Was gibt es denn hier? Trank der Geschwindigkeit. Jede Menge Gold. Da ist noch ein Goldstück. Ach, die Goldmünzen kann man gut sehen, finde ich. Was funkelt da so lustigst? Ah, ein Ring der Gewandtheit funkelt da. Muss ich alles noch im Off angucken. Und was ist das hier? Rostiger Zweihänder. Steckt im Sand. Und hier ist noch ein Amulett der Krieger. Okay, schönes Beiwerk. Ein schönes Beiwerk. Na, hier war da noch was. Da. Ich bin jetzt, glaube ich, hier in dem Bereich fertig. Na, geht's hier irgendwo noch weiter? Kurz auf der Karte gucken. Nee, geht es nicht. Wenn ich mich umdrehe, ist hier abgeschlossen. Dann werde ich mich mal woanders hinbegeben. Ach, da ist den Lukas. Hau den Lukas, meine ich. Das kann doch nicht wahr sein. Kann ich dich mal was über Francis fragen? Über Francis? Was willst du wissen? Nun, ich wurde für die Arbeit im Lager eingeteilt. So? Komisch. Dabei gehörst du gar nicht zur Crew. Oder willst du etwa bei uns mitmachen? Genauso ist es, aber Holzsägen ist nicht gerade mein Ding. Das kann ich gut nachvollziehen. Was meinst du? Kann ich vielleicht um das Sägen herumkommen, wenn ich Francis was Gold gebe? Was weiß ich? Frage Francis gefälligst selbst, wenn du das wissen willst. Und jetzt lass mich in Ruhe, klar? Irgendwie ist mir die Lust zum Quatschen jetzt vergangen. Ha, wohl ertappt, wa? Das hab ich früher auch immer. Wie geht's? Lass mich in Ruhe. Ja, okay, Lukas, ist gut. Ich höre Würfelgeklapper. Ich höre Würfelgeklapper. Wo soll das gewesen sein? Aber Elridge, den habe ich noch nicht gefunden. Bones? Owen. Der wird bestimmt drüben sein, oder? Mist. Alchemietisch. Da müsste ich auch nochmal gucken, was ich da machen kann. Mein Gott, ich kann bestimmt doch Trank der Stärke machen hier. Heiltränke, spezielle Tränke brauen.
Hier, Trank der Stärke. Machen wir mal einen. Hergestellt. Oh, Trank der Stärke. Nochmal. Zu wenig Rohstoffe. Na, super klasse. Naja, dann werden wir den mal gleich zu uns nehmen. Trank der Stärke. Da ist er. Elixier der Stärke. Gut, okay. Oh, ja. Elridge nicht gefunden. Was nun? Ups. Hier habe ich einen Lederbeutel entdeckt. Schön. Auch gut. Und das ist unser Alligator Jack. Ja, wie es mit Elridge aussieht, weiß ich nicht. Wo der ist. Vielleicht ist er auch ganz woanders. Okay. Für diese Folge sage ich bye-bye. Adieu. Ade. Ciao. Und ihr wisst Bescheid, wenn ich wieder mal in der nächsten Folge weitersuche mit Schätzen und Greg auf die Ketten gehe. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.